Hallo und herzlich willkommen zur Himmelsvorschau für Astrofotografen für den Monat September im Jahr 2021. Ich freue mich, euch wieder ein paar Bilder zeigen zu können, in denen Objekte fotografiert wurden, die hier in den Bildvorschauen oder in den Objektvorschauen in den vergangenen Monaten gezeigt wurden. Das freut mich immer ganz besonders. Es tut mir leid, wenn ich nicht alle Bilder zeigen kann. Es waren in diesem Monat wirklich ziemlich viele und ich bin mir nicht sicher, ob ich alle mitbekommen habe. Es gab auch welche auf Instagram, die sind aber dann so klein von den Bildern, dass ich sie hier nicht zeigen kann. Die auf Facebook, die kann ich dann teilweise irgendwie zurückverfolgen und habe Links zu höher auflösenden Aufnahmen gefunden und so weiter und so fort. Einige haben mir auch Bilder zugeschickt und eine kleine Auswahl möchte ich euch hier zeigen. Neumond im September ist am 7. September und die Nächte werden wieder deutlich länger. Im September, wir haben im September die Tag-Nacht-Gleiche, also es geht in Richtung Herbst bzw. Spätsommer, Herbst und das sind ja für mich persönlich sehr schöne Beobachtungsnächte, wenn man mal klaren Himmel im Herbst ohne Nebel zum Beispiel erwischt. Dann kann man wirklich sehr lange zum einen fotografieren oder beobachten und es gibt tolle Objekte am Himmel. Ich habe hier mal den 7. September eingestellt. Bereits um 22 Uhr ist es stockfinster. Man kann also mit den Aufnahmen beginnen. Ich gehe trotzdem mal auf 0 Uhr vor in der Nacht auf den 8. September. Ziemlich deutlich sichtbar sind die Gasriesen Jupiter und Saturn. Jupiter hat sich im August, glaube ich, in Opposition befunden. Der ist auch ziemlich hell. Auch Saturn kann man sehr gut erkennen. Und für Leute, die gerne Planeten fotografieren, war der August schon besonders gut und der September wird es auch besonders gut sein. Im Osten zeigen sich die ersten Boten des Winters. Ja, die Plejaden stehen schon am Horizont parat und läuten langsam aber sicher den Herbst und Winter ein. Ich habe mal die Sternbilder eingeblendet und die dominanten Sternbilder sind zum Beispiel nach wie vor natürlich der Schwan, der immer noch ziemlich hoch steht, aber ja eigentlich ein Sommersternbild ist der Cepheus, den wir im August schon hatten, die Cassiopeia, da werden wir ein bisschen heute schon reinschauen, aber der Pegasus und die Fische zum Beispiel, das sind typische Sternbilder für den Monat September. Und in den Fischen möchte ich auch anfangen. Dort gibt es eine sehr schöne Galaxie und das ist M74. Ja, ihr seht, dass die Galaxie noch ziemlich hier im Osten und ziemlich tief am Horizont steht. Das heißt, eigentlich wäre es eher ein Objekt für den Oktober oder für den November. Aber ich möchte sie jetzt mal in den September schon mit reinnehmen, damit wir ein bisschen eine Vielfalt in die Objekte reinbekommen. Ich zeige euch hier auch eine Aufnahme. Das ist eine Spiralgalaxie vom Typ SAC. Wir gucken also wirklich von oben auf die Galaxie drauf und sehen die tolle Spiralstruktur. Man braucht für solche Galaxien selbstverständlich lange Brennweiten. Es gab in der Augustvorschau so ein paar Kommentare, die gesagt haben, ach schade Frank, es gab weniger Objekte für kleine Brennweiten. Aber das ist ebenso immer dann, wenn wir aus der Milchstraße hinausschauen. Und das tun wir im Herbst zumindest, wenn wir Richtung Süd-Südost-Horizont schauen, schauen wir aus der Milchstraße raus. Dann schauen wir in die Tiefen des Weltalls. Und in diesen Tiefen des Weltalls, da sind die Objekte eben naturgemäß sehr weit entfernt. Und damit eben auch sehr klein am Himmel, im Gegensatz zu Objekten, die wir in der Milchstraße sehen. Davon gibt es dann später in diesem Video natürlich auch noch einige. Also M74 könnt ihr mit langen Brennweiten, ich sag mal ab 800 mm Brennweite, sehr schön aufnehmen. Wenn ihr wissen wollt, wie groß die Objekte in eurer Teleskop-Kamera-Kombination erscheinen, habe ich erst in der vergangenen Woche ein Video drüber gemacht, verlinke ich euch hier aber auch nochmal. Dicht daneben eine weitere schöne Galaxie, das ist NGC 660, wird auch Polar Ring Galaxie genannt, ebenfalls im Sternbild Fische. Auch hierfür braucht ihr richtig, richtig Brennweite. Es ist eine wunderschöne Galaxie, die eine ganz untypische Form hat, also die so wirklich von der Struktur her außergewöhnlich aussieht. Ja, da braucht ihr richtig Brennweite, da müsst ihr richtig rangehen, also mindestens mal so ein Meter Brennweite, also ein 10 Zoll Newton zum Beispiel oder ein Schmidt-Cassegrain-Teleskop. Das sind hier die richtigen Teleskope für diese Galaxie. Und dann bekommt ihr aber einen sehr schönen Einblick in eine wirklich morphologische, sehr interessante Galaxie. Wenn wir hier schon sind im Südosten, dann können wir mal ein bisschen reinzoomen und ihr seht vielleicht, das Sternbild Dreieck ist hier in Stellarium schön angezeigt. Und wenn wir da noch weiter reinzoomen, dann sehen wir auch ein nebeliges Fleckchen.
und dieses nebelige Fleckchen, das wird dementsprechend Dreiecksgalaxie genannt oder M33. M33 ist wirklich eine fantastisch schöne Galaxie und etwas Besonderes an der Galaxie ist, dass man in der Galaxie sehr viele H-Alpha-Knötchen erkennen kann. Das sind also tatsächlich Gasnebel, also H-Alpha-Regionen, die man ja auch bei uns in der Milchstraße beobachten kann, von denen ich euch später noch einige zeige. Und die kann man hier als kleine rote Pünktchen oder Knötchen in der Galaxie erkennen. Das heißt, wenn ihr M33 aufnehmt, dann könnt ihr zum Beispiel auch mal mit einem Duo-Narrowband-Filter oder, wenn ihr eine monochrome Kamera habt, mit einem H-Alpha-Filter zusätzliche H-Alpha-Aufnahmen machen und die in das Bild einmischen. Brennweiten, ja, die Galaxie ist schon relativ groß und man kann bereits, ich sag mal, mit 500 mm Brennweite aufwärts Details in der Galaxie erkennen. Besser sind aber dann 800 mm Brennweite und je mehr Brennweite, desto besser. Also ein 10 Zoll Newton wäre hier wirklich wieder das optimale Gerät und natürlich auch größere Geräte, keine Frage. Das Objekt, was ich euch jetzt vorstellen möchte, das finde ich über die Suche in Stellarium gar nicht und ich finde es auch hier auf der Seite Sky-Map nur, wenn ich die Koordinaten des Objektes eingebe. Das ist ein planetarischer Nebel. Wir sind hier im Sternbild Pegasus und dieser planetarische Nebel, der heißt Jones 1. Es gibt ein Astrofoto der Woche im Jahr 2018 am 26. Februar. Das ist von Markus Blauensteiner und in diesem Artikel hier wird auch ein bisschen gesprochen über die Namensgebung und die Entdeckung dieses Nebels oder dieses planetarischen Nebels. Der wurde nämlich entdeckt von einer Frau, und zwar von Rebecca Jones im Jahre 1941. Aber sie hat darüber keinen Fachartikel geschrieben. Deswegen haben sich zwei andere Leute ein paar Jahre später die Entdeckung unter den Nagel reißen wollen. Dann kam aber ein Held daher, der Dr. Minkowski, der dann gesagt hat, Jungs, hört mal, das stimmt so nicht. Das Objekt wurde bereits von der Rebecca Jones entdeckt und trägt deswegen auch den Namen Jones 1. Ja, diese Aufnahme von Markus Blauensteiner, die ist ziemlich außergewöhnlich, weil sie sehr, sehr lange belichtet ist und das ist wahrscheinlich eins der besten Bilder dieses Objektes überhaupt. Und was er auch gemacht hat, ist, er hat sehr, sehr lange in H-Alpha belichtet und auf den ersten Blick fragt man sich, warum denn das? Aber hier unten ist so ein klitzekleiner Zipfel, wo es ein bisschen rot leuchtet und auch im Zentrum dieses Nebels leuchtet, ist ganz zart rötlich. Und dafür hat er aber wirklich viele Stunden Belichtung in H-Alpha investiert und aber noch mehr Stunden Belichtung in O3. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ist ein ganz, ganz schöner planetarischer Nebel mit einer tollen Geschichte, die ihr hier nachlesen könnt. Ihr braucht dafür eigentlich nur O3-Aufnahmen. Natürlich ist es schön, wenn man die Umgebung des Nebels noch mit zeigt. Und da zeigt sich noch so einiges. Hier zeigen sich andeutungsweise so ein paar Nebelschleier, die auf den galaktischen Cirrus zurückzuführen sind. Im Hintergrund sind mit Sicherheit unzählige Galaxien auch sichtbar. Also natürlich könnt ihr auch hier sehr lange in RGB belichten. Aber damit diese Blase hier, dieses PN schön rauskommt, müsst ihr vor allen Dingen in O3 lange belichten. Das könnt ihr dann entweder mit einer Monochromkamera machen und einem entsprechenden O3 Schmalbandfilter selbstverständlich, aber auch mit einem Duo Narrowbandfilter, dann aber bitte nicht bei Vollmond. Ihr braucht allerdings einiges an Brennweite. Planetarische Nebel sind in der Regel klein und unter 800 mm Brennweite bei einem APS-C-Chip von der Größenordnung her würde ich da gar nicht erst anfangen, ehrlich gesagt. Wenn wir über M33 sprechen, dann müssen wir selbstverständlich auch über M31 sprechen, aber darüber mache ich quasi einen eigenen Blog am Ende des Videos. Wir gucken uns M31 wirklich mal im Detail an. So, wir gehen weiter nach oben am Himmel, also Richtung Zenit, und da gibt es ein sehr spannendes Objekt hier quasi nördlich von der Andromeda-Galaxie. Und das ist Vandenberg 158. Hier in Stellarium sieht man nichts, deswegen schauen wir uns mal eine andere Ansicht an. Dann erkennen wir auch deutlich die Natur des Objekts. Es handelt sich nämlich um einen Dunkelnebel und darin eingebettet, angeregt durch junge Sterne, sogenannte O-Sterne,
die Licht streuen oder ihr blaues Licht wird gestreut an diesen dunklen Nebeln und dann entstehen diese schönen blauen Reflexionsnebel. Also Vandenberg 158, das bezeichnet übrigens die Reflexionsnebel, also die blauen Nebel. Und ich mache selber häufig den Fehler, dass ich das gesamte Objekt als Vandenberg 158 bezeichne, aber die Vandenberg-Objekte, das sind wirklich nur diese kleinen blauen Reflexionsnebel. Diese ganze Dunkelwolke, die trägt den etwas unspektakulären Namen oder Titel G110-13. Das ist diese längliche Dunkelwolke, ein Sternentstehungsgebiet. Hier entstehen junge neue Sterne und die sind typischerweise oft blau, junge heiße blaue O-Sterne und deren Licht wird, wie gesagt, gestreut an den Partikeln dieses Dunkelnebels und dadurch entstehen diese Reflexionsnebel. Ich habe selber eine Aufnahme davon gemacht, da war ich ganz stolz, weil das war mein erstes, ich nenne es mal Projekt, Langzeitprojekt, wo ich also tatsächlich über mehrere Nächte mal mit damals meiner neu erworbenen CCD-Kamera eine Aufnahme gemacht habe und da war ich sehr stolz drauf und auch, naja, hat sich irgendwie gut angefühlt, mal über mehrere Nächte ein Objekt zu fotografieren. Dieses Objekt Sharpless 126 oder LBN 428 hätte ich durchaus im letzten Monat schon vorstellen können und ich hatte es auch auf meinem Zettel. Ich weiß nicht, warum ich in letzter Minute entschieden habe, es nicht in die August-Vorschau mit reinzunehmen. Ich habe es ein bisschen scherzhaft in meinem letzten Video über die Objektplanung angedeutet, dass ich es dann im September zeigen werde. Ist ein sehr spannendes Objekt. Es ist eine Mischung aus Dunkelnebel, Reflexionsnebel und H2-Emissionsnebel und das ergibt hier diese wunderbare Mischung aus ja, diesen verschiedenen Objekttypen und das sieht für mich aus so ein bisschen wie so ein Lurch oder Molch und deswegen nenne ich ihn Lurchinebel. In dieser Aufnahme hier sieht man sehr schön die Natur dieses Nebels oder die unterschiedliche Natur dieses Nebels, also Dunkelnebel und H2-Region in einem. Und damit ist auch klar, ihr könnt hier mit einem H-Alpha-Filter natürlich noch diese H2-Region betonen und auch ein Duo-Narrowband-Filter wird diese H2-Region zeigen. Für diese bräunlichen Dunkelnebel und auch diesen leichten Reflexionsnebelanteil, den das Objekt hat, braucht ihr aber einen dunklen Himmel wie immer, lange Belichtungszeiten und am besten keine Filterung. Das heißt, ihr solltet hier kombinieren, wenn gefilterte Aufnahmen und ungefilterte Aufnahmen. SA2 126 schauen wir uns hier nochmal auf SkyMap an. Da sieht man auch, dass das Objekt ziemlich groß ist und selbst wenn ihr jetzt mit sehr geringen Brennweiten fotografiert, dann bekommt ihr vielleicht auch noch diese H-Alpha-Schwade hier unten mit drauf. Also das ist ein Objekt, auch hier, guckt mal irgendwie, da schließt sich noch hier dieser schöne helle Stern an im Andromeda und einiges an Dunkelnebeln. Also das Feld kann man auch mal mit 200 mm Brennweite abgrasen und hat dann wirklich ganz, ganz viele verschiedenartige Objekte im Bildfeld. Ganz spannendes Objekt. Für ein bisschen mehr Brennweite, wer dann richtig Brennweite zur Verfügung hat, hier gibt es einen wunderbaren kleinen, ich nehme an, es ist ein Reflexionsnebel, quasi eingearbeitet in diese H-Alpha-Schwade. Auch das ist sicherlich ein lohnenswertes Ziel. Im vergangenen Monat, im August, habe ich einige Objekte schon des Sternbilds Cepheus vorgestellt. Und ich habe auch gesagt, dass man im Cepheus, ja, dass man da über Monate hin eigentlich Objekte vorstellen kann. Ich brauche ja auch noch was für die nächsten Jahre. Aber ein Objekt, was ich euch vorstellen möchte, das ist der Wizard Nebel NGC 7380. Harry Potter und der goldene Schatz soll das wohl heißen, steht hier oben. Also ich weiß nicht, was sich die Leute von Stellarium teilweise bei diesen Namen denken, aber Wizard, das heißt eben Zauberer und vielleicht ist es hier deswegen mit Harry Potter assoziiert. Auch das ist eine ganz, ganz, ganz typische H2-Region. Ich nenne diese Nebel immer höhlenartige Struktur. Das heißt, wir haben hier irgendwo einen oder mehrere sogenannte O-Typ-Sterne. Das sind eben diese jungen, neugeborenen Sterne, die eine sehr hohe Leuchtkraft haben, sehr große Energie abstrahlen und dadurch in der Lage sind, zum Beispiel Gas wie Wasserstoff und Sauerstoff zum Leuchten anzuregen. Und das heißt, wir haben hier so eine ganz typische Struktur.
in dem Nebel eingebettet sind Dunkelnebel, da drückt die Strahlung dagegen und dann entstehen an den Rändern ja nochmal Aufhellungen, vor allen Dingen im H-Alpha, sowas nennt man dann ein Bright Rim oder ja einen hellen Rand, wie so eine Art Kraterrand oder so. Und diese höhlenförmige Struktur, die ist manchmal wirklich als Höhle wie bei M8 sichtbar oder auch nur als Teil einer Höhle. Hier hat man den Eindruck, dass der Stern hier irgendwo links sitzen muss und ja, und dann seine Strahlung irgendwie hier nach rechts in diese Materie abstrahlt. Bei solchen Nebeln, das ist ganz typisch, kann man dann auch mit sämtlichen Schmalbandfiltern arbeiten. Das heißt, man kann das Objekt selbstverständlich aufnehmen im RGB, also ohne komplette Filterung. Und wir sehen auch hier einen kleinen Reflexionsnebel. Der kommt natürlich dann auch besonders schön raus, wenn wir keine Filter verwenden. Man kann das Objekt aber auch mit sämtlichen Schmalbandfiltern fotografieren. Das heißt, im H-Alpha, im O3 und im S2. Und natürlich Duo Narrowband Filter geht auch ganz fantastisch. Also hier kann man sich richtig austoben, kann das auch kombinieren, wie man möchte. Und ist ein ganz tolles Objekt, so eine Art Paradeobjekt eigentlich für die Hubble-Palette. Richtig groß ist das Objekt nicht, es ist aber auch nicht richtig klein. Es hat so eine, ich würde mal sagen, mittlere Größe. Und damit ist es optimal, zum Beispiel ja so ab 500 mm Brennweite aufwärts, also mit kurzen Brennweiten wie einem Teleobjektiv oder mit so einem Red Cat oder so. Ja, da sieht das schon ziemlich verloren aus, aber das Umfeld ist unter Umständen ganz spannend, das ist aber beim nächsten Objekt noch spannender. Also hier eher mal so ab 500 mm aufwärts an den Wizard-Nebel rangehen. So, langsam interessant wird das Sternbild Cassiopeia, das Himmelsweh. Und auch hier Salz- und Pfefferhaufen, Oktober-Salz- und Pfefferhaufen, Skorpionhaufen. Das ist hier dieser Sternhaufen. Also die Namen finde ich so ein bisschen merkwürdig. Das sind, glaube ich, keine offiziellen Namen. M52 ist hier dieser Sternhaufen. Aber was ich euch eigentlich zeigen möchte, das ist hier dieses Objekt der Bubble Nebula oder Blasennebel NGC 7635. Ehrlich gesagt, das ist natürlich so ein Standardobjekt, sehr bekanntes Objekt, viele fotografieren das und ich habe mir nie so richtig Gedanken darüber gemacht, wie diese Blase eigentlich entstanden ist. Solche Blasen sind eigentlich typisch für zum Beispiel Supernova-Überreste oder planetarische Nebel, aber gelistet ist das Objekt als, ich sag mal, schnöde H2-Region, also als ganz normaler Emissionsnebel. Tatsächlich entsteht diese Blase auch durch einen Sternwind, also im Zentrum dieser Blase befindet sich ein Stern, der ja durch seine Strahlung irgendwie, diese Strahlung, die es abstrahlt, das nennt man dann eben Sternwind, und das leuchtet irgendwie oder regt die Atome des Gases zum Leuchten an, dadurch entsteht diese Blase. Aber es ist weder ein Wolf-Rayet-Nebel noch ein planetarischer Nebel oder ähnliches. Diese Blase selber, die ist relativ klein und auch der umgebende Nebel, das ist jetzt nicht irgendwie ein riesiges Objekt, so dass man hier mit kurzen Brennweiten große Details erwarten kann. Aber man kann das Feld drumherum sehr schön mitfotografieren und da kommen noch ganz, ganz, ganz andere Nebel mit zum Vorschein, die ich hier im Detail gar nicht alle aufzähle. Hier zeige ich euch mal eine Aufnahme von Bernhard Hubel. Der hat ein Widefield gemacht, also eine Übersichtsaufnahme. Und das Interessante an dieser Aufnahme ist, das wurde mit einer nicht modifizierten, also astromodifizierten Kamera gemacht. Die Kamera ist also relativ unempfindlich, was das H-Alpha-Licht angeht. Dadurch kommen die Sternhaufen und diese Dunkelnebel schön zum Vorschein. Man erkennt natürlich auch so ein bisschen ansatzweise die H2-Region, aber vielleicht auch mal interessant zu sehen, was man erreichen kann, ja, ohne Astromodifikation. Und ich selber habe das Bild auch mal oder das Bildfeld auch mal aufgenommen. Und das war mein erster Versuch, mal H-Alpha-Aufnahmen mit RGB-Aufnahmen zu kombinieren. Liegt schon einige Jahre zurück. Und da erkennt man natürlich deutlicher jetzt die H2-Region und man erkennt auch mehr Details. Also Brennweiten könnt ihr hier wählen. Ihr könnt diese ganze Gegend, den ganzen Kefeus, natürlich alles in der Milchstraße auch mit kleinen Brennweiten, das heißt mit Objektiven aufnehmen oder mit einem Teleobjektiv oder einem Red Cat oder sowas in der Art. Das geht natürlich alles und dann bekommt ihr sehr viele Objekte mit drauf. Aber wenn ihr so ein bisschen ins Detail gehen wollt hier, dann würde ich mal so sagen, ab 500 mm Brennweite aufwärts. Und die Blase selber kommt so ab 800 mm Brennweite, würde ich sagen, gut raus.
Auch hier, ihr könnt das Ganze normal als RGB aufnehmen, also ohne Filterung. Ihr könnt aber auch H-Alpha selbstverständlich aufnehmen. Diese ganze Region ist voll mit H-Alpha-Emissionen. Der Blasennebel selber, der kommt sehr schön in O3 raus. Das heißt, die Kombination H-Alpha-O3, also zum Beispiel ein Duo-Narrowband-Filter, wäre hier ziemlich geeignet. Aber auch im Schwefel wird man Strukturen sehen. Deswegen zeige ich euch mal auch ein Bild in der klassischen Hubble-Palette. Ein bisschen außer Konkurrenz, weil das mit sehr viel Brennweite aufgenommen wurde. Immer noch im Sternbild Cepheus, aber schon an der Grenze zur Cassiopeia, ist dieses Objekt, das ist NGC 7822, hier in Stellarium gelistet als H2-Region. Was man hier jetzt, glaube ich, nicht so schön erkennt, ist, dass hier unterhalb dieses Nebels noch so ein kleiner, punktförmiger Nebel ist. Und deswegen wird dieses ganze Objekt dann auch in Gänze kosmisches Fragezeichen genannt, weil es von der Form her eben an ein Fragezeichen erinnert. Auch das eine ganz typische Sternentstehungsregion, ein ganz typischer klassischer Gasnebel, ja, in dieser höhlenartigen Struktur, also irgendwo im Zentrum dieses Nebels sitzt wieder ein O-Stern, der das umgebende Gas zum Leuchten anregt. Ganz typisch ist immer, dass wir auch die Materie selber noch sehen, in der diese Sterne geformt wurden. Das heißt, wir sehen Dunkelnebel, ja, sehen wir immer dann quasi vor dem Nebel sitzend, ja, weil sie das Licht dahinter blocken. Dadurch ergeben sich diese typischen Strukturen. Wir sehen hier in diesem Objekt auch sehr schöne Dunkelnebelanteile. So ein bisschen Reflexionsanteil ist dann auch immer dabei. Das heißt, im RGB leuchtet es auch immer ein bisschen bläulich. Und das macht diese schöne Farbdifferenzierung von diesen Objekten aus. Das dominante Rot, so ein leichter Blauschleier, die Dunkelnebel schön eingearbeitet, wenn man so will. Also sind natürlich tolle Objekte. Das Objekt ist richtig groß. Hier könnt ihr auch mit einem 200 mm Objektiv schon einiges erreichen. Mit 500 mm, denke ich mal, und zum Beispiel einem Vollformat-Chip wie bei so einer Canon 6D oder Kameras von anderen Herstellern, kann man damit wahnsinnig tolle Übersichtsaufnahmen machen. Und hier, um dieses Fragezeichen zu fotografieren, die Aufnahme, die ich euch hier gezeigt habe, das ist dann schon ein Mosaik. Und ja, um das Fragezeichen komplett drauf zu kriegen, braucht es eher weniger Brennweite. Um aber Detailaufnahmen von NGC 7822 zu machen, lohnt es sich, mit mehr Brennweite zu arbeiten. Also hier könnt ihr euch mit allen Brennweiten mehr oder weniger austoben. Das gleiche gilt für Filter, RGB-Aufnahmen gehen. Es geht H-Alpha O3, also Duo Narrowband. Und es geht selbstverständlich auch der S2-Filter. Das heißt, auch dieser Nebel ist ein Paradebeispiel für die sogenannte Hubble-Palette. Und auch da zeige ich euch hier mal eine Aufnahme, auch wieder so ein bisschen außer Konkurrenz, weil es mit sehr viel Brennweite mit einem großen, fast ja professionellen Teleskop aufgenommen wurde. Ich hatte das in meinem Objektplanungsvideos so ein bisschen angedeutet, diese Region hier in der Andromeda, und hatte gesagt, schaut mal, da ist im H-Alpha, wenn ich also hier unter SkyMap irgendwie H-Alpha anklicke und mir diese Himmelsregion im H-Alpha-Licht anschaue, dann kommt hier ein ziemlich großer Nebel zum Vorschein, den ich erstmal so in den Aufnahmen ohne H-Alpha-Filterung nicht sehen kann. Das ist Sivan 2. Das war ein Franzose. Ich nehme also an, man sagt Sivan 2 oder Sivan 2. Ja, dieser französische Astronom Sivan hieß der, der hat in den 70er Jahren einen Katalog erstellt mit H2-Regionen, die bis dato wohl noch nicht katalogisiert waren, und dazu zählt eben auch Sivan 2. Ist ein sehr, sehr, sehr lichtschwaches Objekt. Ich zeige euch hier mal eine Aufnahme rein im H-Alpha. Da sieht man dieses Objekt ja beinahe hell leuchten, aber das ist eine sehr tiefe, sehr lang belichtete Aufnahme, und da kommt sehr gut raus. Ich zeige euch hier auch noch eine Farbaufnahme von einem japanischen Astrofotografen. Da ist es so, dass es irgendwie auch in der Sterndichte vor allen Dingen ziemlich untergeht eigentlich,
Aber es wäre mal interessant, Bilder davon zu sehen. Also wer Lust hat, und das ist übrigens auch ein Objekt, was man mit 200 mm Brennweite aufnehmen kann, vielleicht die Umgebung auch noch mit aufnehmen kann. Aber wichtig ist eben, dass man einen sehr dunklen Himmel hat, dass man unbedingt einen H-Alpha oder Dual-Narrowband-Filter benutzen sollte. Ich habe neulich mit einem Freund zusammen fotografiert und der hat da mal drauf gehalten. Da konnte man eigentlich mit einem Dual-Narrowband-Filter auch nach kurzer Zeit schon was erkennen. Also es lohnt sich, dieses Objekt mal zu fotografieren. Man sieht da sehr, sehr wenige Aufnahmen von. Im Netz findet man auch beinahe kaum Aufnahmen von Sivan 2. Ich hatte es vorhin angedeutet, ich möchte in dieser Folge mal so ein bisschen den Fokus setzen auf die Andromeda-Galaxie, weil das zum einen ja wirklich eine Galaxie ist, die man sogar beinahe aus, ja, zumindest aus Kleinstadtverhältnissen mit bloßem Auge sehen kann, in der Großstadt vielleicht nicht, aber ja, in der Kleinstadt hat man die Chance, das Ding auch schon mit bloßem Auge zu erkennen, unter einem dunklen Landhimmel in jedem Fall. Und das Ding ist riesig, eine riesige Spiralgalaxie, größer, glaube ich, als der Vollmond, was die Ausdehnung am Himmel angeht. Und natürlich ist das ein Paradeobjekt und für Einsteiger in die Astrofotografie ja ein heiß geliebtes erstes Ziel. Darüber habe ich auch in dem letzten Video schon gesprochen. Und ich möchte mal so ein paar Details herausarbeiten über die Andromeda-Galaxie. Also, M31, das ist ein Paradeobjekt. Das ist, glaube ich, für jeden Anfänger neben M42 eines der beiden Objekte, wo man sofort sagt, das möchte ich fotografieren. Und das ist ja auch logisch. Es ist eine unfassbar schöne Galaxie. Sie ist riesengroß am Nachthimmel. Sie ist fantastisch hell. Man kann also tatsächlich mit 30 Minuten Belichtungszeit dieses Objekt schon zeigen. Mit einer Stunde Belichtungszeit hat man zum Beispiel mit einem Teleobjektiv bei F4, sage ich mal, hat man schon ein tolles Bild von der Andromeda-Galaxie. Also es ist nicht ganz leicht, weil das sieht man auch auf dieser Aufnahme hier auf SkyMap, weil das Zentrum ziemlich hell ist. Das ist also auch bei M42 ja immer das Problem. Das kann also schnell mal ausbrennen. Wenn man also die Einzelbelichtungszeit jetzt zu lang wählt, kann es auch sein, dass man das Zentrum ausbrennt. Das sieht man häufig mal in Aufnahmen, gerade mit Farbkameras, dass das Zentrum dann wirklich entweder weiß ist oder irgendwie so zart rosa ist, dann ist zumindest irgendwie, sind zumindest einige Kanäle ausgebrannt. Auch möchte ich euch hier mal eine Übersichtsaufnahme zeigen. Also mit ganz wenig Brennweite kann man auch schon was machen. Diese Aufnahme habe ich gefunden auf der Seite der Zeitschrift Sterne und Weltraum. Und die finde ich wirklich ganz besonders schön, weil es ist eine tolle Bildkomposition. Wir sehen M31, wir sehen M33 in der Diagonale und in der Mitte dieser orange-rötliche Stern Mirach. Und ja, das ist mit einem Skytracker aufgenommen, mit sehr geringer Brennweite und auch ein schönes Bild einfach. Und hier kann man also auch mit einfachsten Mitteln schon tolle Aufnahmen machen. Aber wenn wir sagen M31 im Fokus und uns wirklich mal auch ein paar Details rauspicken und mal wirklich so an die Grenzen dessen gehen, was Amateure heute erreichen können, dann kommen da noch wahnsinnig viele spannende Sachen zum Vorschein. Eine Sache, dazu habe ich mal hier eine andere Seite geöffnet, das sind Kugelsternhaufen in M31, denn das wisst ihr, wenn ihr meinen Kanal verfolgt und die Vorschauen im Frühjahr zum Beispiel angeschaut habt, wisst ihr, dass die Kugelsternhaufen quasi in einem Halo um die Galaxien drumherum fliegen, wenn man so will. Und hier haben wir mal eine Ansicht, das ist die Seite von André van der Hoeven. Und hier sehen wir mal eine Aufnahme von M31 und markiert sind hier unzählige Kugelsternhaufen mit, in Klammern dahinter, ihrer Helligkeit. Also das könnt ihr vielleicht schon mit einem 8 Zoll oder auf jeden Fall mit einem 10 Zoll Newton zum Beispiel, also mit etwas Brennweite erreichen. Dazu braucht ihr natürlich ein bisschen längere Belichtungszeiten, damit hier Objekte mit 16 Mark und so weiter und so fort auch zum Vorschein kommen. So eine Beschriftung müsste ich jetzt mal selber überlegen oder müsste ich ihn mal fragen, wie er das gemacht hat. Könnte aber zum Beispiel mit der Software PixInsight und dem Annotate-Script möglich sein. Dann wisst ihr ja, wenn ihr euch ein bisschen für Astronomie interessiert, für die Theorie dahinter, dass der berühmte Astronom Edwin Hubble in M31
veränderliche Sterne gefunden hat. Und da gibt es dieses bekannte Bild, wo er quasi einen kleinen Eintrag gemacht hat, wo dann steht VAR, steht für Variable, also für veränderlicher. Und er hat damit die Entfernung der Andromeda-Galaxie bestimmen können. Und das war natürlich ein wichtiger Meilenstein in der Astronomie schlechthin. Und es gibt durchaus Amateuraufnahmen, die diese Hubble-Veränderlichen zeigen. Auch hier werdet ihr wahrscheinlich einiges an Auflösung benötigen. Also eher mal längere Brennweiten, so ein 10 Zoll Newton oder noch längere Brennweiten mit noch größeren Teleskopen. Vielleicht geht es auch schon mit einem 8 Zöller, weiß ich gerade gar nicht so genau, aber vielleicht auch mal ein spannendes Projekt, die mal zumindest zu dokumentieren, zu zeigen, guck mal, da ist der Veränderliche mit der Edwin Hubble, die Entfernung der Andromeda-Galaxie gezeigt hat und die Periode dieses Veränderlichen ist, glaube ich, so im Bereich von einem Monat. Vielleicht kann man das sogar mal in einer Animation zeigen und die Helligkeitsveränderung dieses Sterns aufzeigen. Auch da gibt es durchaus Amateuraufnahmen, die das schon zeigen. M31 gibt es natürlich auch einen Wikipedia-Eintrag und unter diesem Wikipedia-Eintrag gibt es auch ein sehr tolles Bild und das zeigt eine sehr tiefe Amateuraufnahme mit nicht viel Brennweite, also es ist eher ein Widefield, vielleicht 500 mm Brennweite oder sowas, aber eben sehr lang belichtet und damit sehr tief belichtet und da zeigen sich Strukturen um die Andromeda-Galaxie. Die Bildbearbeitung von diesem Bild ist natürlich auch extrem gepusht, sodass diese ganz schwachen Ausläufer zum Vorschein kommen. Auch das ist ein spannendes Projekt, mal diese Ausläufer zu zeigen. Zum Beispiel ja an den Enden der Spiralarme, da ist die Galaxie so ein bisschen gewarpt, also verformt. Das kann man sehr schön sehen. Man kann aber auch noch andere Strukturen sehen. Das sind sogenannte Stellar Streams, also Sternströme. Und hier in der Aufnahme sind die auch alle markiert. Könnt ihr euch mal anschauen. Ist von einem Amateur gemacht, also nichts, was man nicht auch erreichen kann mit Amateurmitteln. Und wäre vielleicht auch mal ein interessantes Projekt für den einen oder anderen von euch. Dann habt ihr vorhin schon gesehen auf dieser Widefield-Aufnahme dieses APOD von Sivan 2. Da war die Andromeda-Galaxie ja mit drauf. Und da habt ihr auch schon gesehen, dass auch um die Andromeda-Galaxie H2-Wölkchen zu sein scheinen. Und der amerikanische oder aus Spanien stammende, aber in Amerika lebende Astrofotograf Rogelio Bernal Andreu, der hat eine Aufnahme gemacht, war selbstverständlich auch APOD, wo man mit einem H-Alpha-Filter, wo er mit einem H-Alpha-Filter diese Wolken sichtbar gemacht hat und hat daraus so eine RGB-Aufnahme gemacht. Die Aufnahme sieht ziemlich hart bearbeitet aus und es gab viele Stimmen, die gesagt haben, das ist eine Fake-Aufnahme und ehrlich gesagt gehöre ich auch zu denjenigen, die gesagt haben, irgendwie sieht das komisch aus. Und man müsste vor allen Dingen erstmal ganz klar machen, dass es sich dabei wirklich um H-Alpha-Emissionen handelt. Dazu gibt es aber auf der Seite von Rogelio Bernal Andreu einen ganzen Artikel, den werde ich euch unten auch mal verlinken. Wer Interesse hat, kann das auch mal nachlesen. Auf jeden Fall eine spannende Sache und auf jeden Fall auch was, was man zum Beispiel gerade mit sehr wenig Brennweite, aber eben unter dunklem Himmel mit langen Belichtungszeiten mit 200 mm, 500 mm und entsprechend großen Chips durchaus mal in Angriff nehmen kann. Dann gibt es diese Aufnahmen vom englischen Astrofotografen Paul Baskin. Den habe ich mal persönlich kennengelernt und dann hat er mir diese Aufnahme gezeigt und da ist mir kurz der Kiefer auf die Tischplatte geknallt. Ich zeige euch das mal, wenn ich hier mit der Maus drüber fahre, dann sieht man plötzlich ja, die Andromeda-Galaxie im H-Alpha-Licht, aber man sieht eben nicht den Rotanteil, der durch so einen H-Alpha-Filter hindurchkommt, noch mit hindurchkommt, sondern man sieht wirklich nur die H-Alpha-Anteile. Das ist durch eine Technik möglich, die nennt sich Kontinuum-Subtraktion. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, wo ich das auch alles nochmal haarklein erkläre und zeige. Aber das ist eine Aufnahme, die hat mich einfach wirklich zutiefst beeindruckt und auch nachhaltig beeindruckt. Und das sieht so ein bisschen aus wie das Skelett der Galaxie. Also man sieht hier tatsächlich nur die H-Alpha-Gebiete, also die Gasnebel, isoliert betrachtet. Und finde ich eine fantastische Sache. Das geht mit anderen Galaxien auch, aber da die Andromeda-Galaxie, das geht zum Beispiel auch mit M81 oder besonders gut auch mit M33, aber die Andromeda-Galaxie ist so groß. Und wenn man die
jetzt zum Beispiel hier mit schon geringer Brennweite formatfüllend aufnehmen kann, dann kann man das da sehr toll demonstrieren. Ne? Also ich fahre mit der Maus mal so ein bisschen hin und her, das ist dann quasi eine normale RGB-Aufnahme. Und hier sieht man dann wirklich rein nur das H-Alpha. Kontinuum-Subtraktion ist das Stichwort. Ja, M31 steht jetzt noch ziemlich lange, ziemlich hoch am Himmel. Also wenn ihr jetzt im September so ein Projekt anfangt, ihr habt beinahe ja den ganzen Herbst und teilweise den Winter noch Zeit, um hier viele Stunden Belichtungszeit zu sammeln. Wer also Lust hat, mal ein solches Projekt zu machen, ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Das war's mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und im nächsten Monat sehen wir uns dann wieder. Bis dann.